Reality war vor 20 Jahren noch unvorstellbar. Doch heute verändert sie die echte Realität. Die Einsatzgebiete der Virtual Reality Brille erstrecken sich über mehrere Bereiche. Und nun sollen auch Unternehmen von der Brille profitieren. Während Unternehmer nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten, um Gewinne zu steigern, bieten sich die Virtual Reality Brillen als Lösung an. Doch wie die Funktion der Brille als Marketinginstrument aussieht, dazu mehr von Christoph van Versch. Die Virtual Reality wird heutzutage als Marketing-Tool eingesetzt, gerade bei Unternehmen, die komplexe und komplizierte Vorgänge in ihrem Unternehmen erklären möchten. Das heißt, ein Kunde kommt auf eine Messe. Auf der Messe kann er sich den Stand des Unternehmens anschauen. Da stehen normalerweise Fernseher, Bauteile, die sie sich angucken können, oder Plakate oder Flyer oder Kataloge. Und diese Virtual Reality-Brille ist halt wirklich ein interaktives, neues Tool, mit dem man das Produkt, was normalerweise sehr erklärungsbedürftig an dieser Stelle ist, dann selbst entdecken kann. Der Kunde kann sich also anhand der Brille die komplexen Vorgänge, die komplexen Abläufe einer Maschine, eines Prozesses oder einer gesamten Lagerhalle über diese Brille angucken. Diese Virtual Reality-Brille braucht 3 Meter mal 3 Meter Fläche. Der potenzielle Kunde kann sich die Brille aufsetzen, durch diese Brille das Produkt kennenlernen, den Vorgang kennenlernen oder erfahren, komplett den Messestand außen vor lassen, die komplette Messe außen vor lassen und sich wirklich auf das reine Produkt und den Ablauf konzentrieren. Diese Brille ist also praktisch ein immersives Erlebnis. Immersiv heißt, man taucht komplett in diese Technologie ein. Der durch diese Virtual Reality wirklich komplett gebunden, immersiv gemacht wird, ist das Produkt ein viel stärkerer Wirkungsfaktor ausgesetzt. Das heißt, man hört, man guckt, man kann es haptisch nicht fühlen, aber man hat das Gefühl, man kann das Produkt anfassen. Man steht also vor einem Produkt in der Brille und man kann durch diese Brille das Produkt wirklich betrachten und von allen Perspektiven interaktiv erlebbar machen. Virtual Reality Brillen sind bereits Realität geworden. Doch haben die Brillen das Potenzial, unser Leben zu verändern? Ebenso Irene Rothe, Professorin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, setzt sich mit diesem Thema auseinander. Was Unternehmen für Vorteile hat, da sehe ich in der Sicherheit, dass man Dinge eben virtuell erstmal ausprobieren kann, ehe man sie umsetzt. Sie würden Kosten sparen, sie würden Reisezeit sparen und die Sicherheit wäre auf alle Fälle, würde ich mir vorstellen, auch erhöht, weil man eben sich das von allen Seiten angucken kann und ausprobieren könnte. Die Gefahren, die ich sehe mit so einer Brille, sind eigentlich, dass man eben nicht mehr aus dem Haus geht und nur noch darüber interagiert, dass man eben auch negatives Verhalten in diesen Virtual Realities macht und man sich auch dann wieder dagegen schützen muss. Viele Leute haben natürlich auch ihre Zweifel und begründete Ängste, zum Beispiel Schwindelgefühl. Die Leute haben halt das Gefühl, dass sie durch diese Brille umkippen könnten, was man auch natürlich im Internet immer wieder sieht. Dass Leute eine Brille anziehen, durch eine bestimmte Anwendung wird etwas vorsimuliert, ne, und man fällt dann um, weil das Gleichgewichtsorgan damit nicht klarkommt. Es ist eine Gewöhnungssache, ist ganz klar. Das ist wie ein Kino früher. Es ist einfach eine andere Dimension, in die man eintaucht. So, diese VR-Brille wird besser, man hat eine höhere Auflösung, eine höhere Bildrate. Das heißt, die Bildrate muss schneller sein, damit das flüssiger aussieht, damit man das Gefühl hat, dass man wirklich sich live bewegt. Ganz ehrlich, ich glaube, die Brille wird Teil in jedem Bereich sein, so wie das Handy heutzutage ist.